That's fine. As you wish. Und ein paar Geister befreien. Oh, noch mehr Geister. Oh, Aufstieg für Edwin. Und weg mit dir. So, wer bist du denn? Did you get turned around in the blizzard as well? I knew I shouldn't have left the path. Das heißt Hayo, eine informelle Odioma-Begrüßung. Ah ja. Hast du dich im letzten Schneesturm ebenfalls verirrt? Ich wusste, ich hätte den Pfad nicht verlassen sollen. Die Geisterfrau hebt eine Hand, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie kommt hier seltsam dir mit seltsamem, schlurfenden Gang näher. How long it's been since I lost my way. Heman must have worried himself sick by now. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ich mich verirrt habe. Himir muss mittlerweile Krankvorsorge sein. Was glaubst du, wo du bist? Ein Geräusch wie von klappernden Zähnen hallt aus ihrer Seele hervor. Aber sie antwortet nicht, als würde sie dich entweder nicht hören oder nicht verstehen. No one there? Damn, this cold for playing tricks on me again. Just another of the beast's illusions. Himir, where are you? Ist da jemand? Diese verdammte Kälte hält mir schon wieder einen Streich. Diese verdammte Kälte hat mir schon wieder einen Streich gespielt. Nur eine weitere Illusion der Bestie. Ymir, wo bist du? Sie sucht die Umgebung ab und drückt einen Gegenstand fest an ihre Brust. Es sieht aus wie ein Streitkolben. Was ist mit dir geschehen? Hours, maybe days now. Himir said he would keep the fires lit, but I cannot see my way to them. Wie lange irre ich hier herum? Stunden? Vielleicht Tage? Himir sagte, er würde die Feuer am Brennen halten, aber ich finde nicht mehr zu ihm, zu ihnen zurück. And now specters follow me across the ice. Und neun folgen mir Gespenster über das Eis. Sie schielt dich an und klappert mit den Zähnen. Du kannst erkennen, dass sie dich nicht wirklich sieht. Vielleicht kann dir etwas hier helfen. Sie zittert und blickt in die Ferne auf Orientierungspunkte, die nicht da sind. Where is my Himir? Why doesn't he answer my call? Wo ist mein Himir? Warum antwortet er nicht auf meinen Ruf? Das Klappern ihrer Zähne wird durch ein zweifelndes Schlucken unterbrochen. Kann ich mir diesen Streitkolben mal genauer ansehen? Sie klammert die Waffe, als wäre es die Kante eines Abgrunds. Der Willen, mit dem sie ihn festhält, ist womöglich das Einzige, was sie noch zusammenhält. Vergiss es. Who's talking? Himir, is it you out there? Was, wer spricht da? Himir, bist du das? Mit klappernden Zähnen wenn sie den Blick in die Ferne. Dann leb wohl. So, Edwin aufsteigen. Etwas mehr Athletik, etwas mehr Metaphysik. Erntende Klingen. Das Medium muss die Seele eines Verbündeten, um Klingen aus reiner Energie zu erschaffen, die aus beiden Händen hervortreten. Die Klingen verursachen reinen Schaden und erzeugen Fokus für das Medium, das sie erschaffen hat. Klingt nicht schlecht. Was passiert, wenn ich mir den Streitkolben nehme? Himir, sobald sich ihr Griff von der Waffe löst, zerstreut sie die Essenz wie Blätter im Wind. Die Streitkolben, die sie gehalten hat, fällt zu Boden und rollt, bis er liegen bleibt. Du hast einen Gegenstand erhalten, Frostfall. Habe ich sie jetzt erlöst oder habe ich Scheiße gebaut? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so beabsichtigt war.
So, vorbei an der ingvitanischen Ruine. In die endlosen Anfragen. Ja, in seine Tiefe blicken. Hinter der Oberfläche siehst du große Adra sein, eingehüllt in die Steinbögen und kupferne Maschinen des alten Engvit. Das Wissen scheint von verzweifelter Furcht und bitterem Eifer durchdringt zu sein. Dann treten wir mal ein. Und sagen entweder Voidika oder Taos Hallo. Ja, die endlosen Anfragen. These structures are of Ingwithan rank. They look to be new. Strange. Diese Gebäude sind ingwithanische Baukunst, aber sie sehen neu aus. Seltsam. Ja, die endlose Befragung habe ich Alof und Idwin dabei. Ich habe ein altes Reich mit riesigen von Kupfer und Stein umhüllten Adrasäulen entdeckt. Reflexion von den vitalischen Maschinen, die ich zuvor schon einmal gesehen hatte. Der Geist einer Frau, flackernd und schwach, steht gefesselt in der Nähe des Eingangs. Das soll eine Frau sein? Wenn ich den Sinn dieses Reiches erfassen will, muss ich einen Geist finden, der bereit ist, mit mir zu reden. Die in der Nähe des Eingangs gefesselte Frau könnte mir vielleicht weiterhelfen. Die Gestalt, die vor dir gebunden ist, erschaudert. Ihre Kanten wackeln und verschwimmen. Ihre gesamte Form wirkt ungenau und trüb, als würde man sie durch einen Wasserfall sehen. Als du dich ihr näherst, werden ihre Züge als die einer Skelter-Volk erkennbar. Ihr braunes Haar fällt leblos und matt über ihre bleiche Haut. Ihre Augen aber leuchten blau. Iovara ist Enxios. Aber Iovara ist es. Iovara ist Enxios, war eine Vingtanerin und ehemalige Missionarin. Als sie erfuhr, dass die Götter künstlich erzeugt wurden, führte sie ihre Anhänger gegen die Religion ihres Volkes an. Aus Rache verhaftete und folterte die Inquisition Iovara und übergab ihre Seele dem Hof der Büßer, wo sie über 2000 Jahre einsaß, bis der Wächter von Ketnur ihrer Strafe ein Ende setzte. You've returned to me. Please, please release me. This place, the agony, so much worse than anything I suffered at your hands. Du bist zu mir zurückgekehrt. Bitte, bitte erlöse mich. Dieser Ort, diese Pein, so viel schlimmer als das, als alles, was ich durch deine Hand erleiden musste. Danke, dass du mir so viel Vorwürfe wegen meines früheren Lebens machst. Existiert dieser ganze Ort hier etwa deinetwegen, unsretwegen? Sie schreit, während sie sich gegen ihre Bindung wehrt, die im violetten Licht brennen. Sie schimmert und ihr Gesicht fällt zusammen. Ersetzt wird es durch eine kalte, steife Maske über einem grauen Bart. Hallo, Taos. My student, my nemesis. To see you again here. Have you come to proffer forgiveness or to persecute me further? Mein Schüler, mein Nemesis, dass ich dich hier wiedersehen würde. Bist du hier, um mir Vergebung zu offerieren oder um mich nur noch weiter zu verurteilen? Taos X Arcanus Worte vibrieren schwach, als würden sie vom Boden eines Brunnens nach oben dringen. Ich dachte, ich hätte dich zurück ins Rad befördert. This spirit manipulates our perceptions directly. Some ciphers possess similar skills. Der Geist manipuliert deine Wahrnehmung. Es gibt Medien, die über ähnliche Fähigkeiten verfügen. Die Gestalt schimmert erneut. Ihre Gesichtszüge verschwimmen wie Wasser, während sie ihren Kopf hebt. See you, do I come to kill old Merwald? To claim his keep? Cadnua, home to me for decades now. Ich sehe dich. Bist du gekommen, um den alten Merwald zu töten und seine Festung zu beanspruchen? Cadnua, den Ort, den ich jahrelang mein Zuhause nannte? Die feuchten Augen des ehrenhaften Wächters weiten sich. Bin ich in meiner eigenen Welt? That old place, you can hold on to it.
We got a boat now. Ja, vor allem weil Kid Noir ja kaputt ist. Oder zerstört, besser gesagt. Dieser alte Laden, du kannst ihn haben. Wir haben jetzt ein Boot. Leave an old man be, beg I. Leave him to his doom. To the dawn stars rise. Lass einen alten Mann im Frieden, ich flehe dich an. Überlass ihn seiner Verdammnis. Dem Aufgang der Dämmerungssterne. Genug davon. Ich falle nicht darauf rein, Geist. Sag mir, was du willst. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte es zurücknehmen, aber das geht nicht. Dir hätte es in Eotas nicht gefallen. Es ist viel heller als dein Keller. Nehmen wir mal, es tut mir leid. Der alte Mann zittert. Sein Gesicht spaltet sich an seinen Falten auf und das herabhängende Fleisch fällt nach und nach herunter, um die herunterliegende verschrammte Haut preiszugeben. Die Illusion zerfällt zu schwarzem Sekret, das durch die Luft in ein Objekt schwebt, das vom Hals des Geistes herabhängt. Eine kleine Klinge, die am Griff abgebrochen ist. Was hängt da an deinem Hals? Das angestrengte Atmen des Geistes zerbricht in ein schwaches Glucksen. You see through it then? You must be special. Like they were. Are. Du durchschaust es also. Du musst jemand Besonderes sein, wie sie es waren. Sind. Nun erscheint sie wieder als Elfin, wenn auch mit etwas dunklerer Haut als Iovara. Wer bist du? I'm uncertain. I've lost so much of myself here. She tore my name from me. Ich bin unsicher. Ich habe so viel meiner selbst hier verloren. Sie hat mir meinen Namen entrissen. Wer hat dir das angetan? The interrogator. She's deep within, ensconced in her little court. Die Befragerin, sie befindet sich tief drin, hat sich in ihrem kleinen Hof gemütlich gemacht. Erkennst du mich? I don't even recognize myself. Nein, ich erkenne mich ja nicht einmal selbst wieder. Erzähl mir mehr über den Dolch. The object bears the touch of Scan himself. His blessing bestowed on it for his queen's precious inquisitors. Das Objekt wurde von Scan selbst berührt. Sein Segen liegt darauf, ausgesprochen für die hochgeschätzten Inquisitoren seiner Königin. Scan, Gott des Trotzes, der gewaltsamen Rebellion, des geheimen Hasses, der Verschwörung, der Missgunst und des Neids, wird oft als entstellt und verdammter Sklave dargestellt und wird oft von den Unterworfenen und Mittellosen verehrt. Ja, boah, wahrscheinlich unter Voltikas Fittichen. Ist die Inquisition hierfür verantwortlich? Es ist ein Tool für Liars. Hiding the true identity of the wearer. Used for infiltration, hidden, disguised. To destroy groups they found objectionable from within. Das ist ein Werkzeug der Lügner. Es verschleiert die wahre Identität des Trägers. Wurde für Infiltration verwendet, versteckt, verschleiert, um Gruppen zu vernichten, die sie als störend empfanden. Von innen heraus. Woher weißt du all diese Dinge? Ich war da, I think. I remember the trials. Bits and pieces of what she did to me. Ich war dabei, denke ich. Erinnere mich an die Prozesse, Bruchteile von dem, was sie mir angetan hat. Gone now, mostly. Carved away to the sound of so many questions. Mittlerweile weitgehend verschwunden, abgetragen vom Geräusch der vielen Fragen. Ich muss diese Frau finden. You won't. She wards herself too well. In her labyrinth of Adra and Copper. Das wirst du nicht. Sie weiß sich zu gut zu schützen, in ihrem Labyrinth aus Adra und Kupfer. Perhaps with my help. If you found the pieces of me, returned them, I could lead you to her. Vielleicht mit meiner Hilfe. Wenn du meine Bruchstücke gefunden hast, die du zurückgebracht hast, ich könnte dich zu ihr führen. Wie kann ich deine Erinnerung wiedererlangen? If they remain, they're in the machines. Each encompasses an Adra pillar, and each pillar contains the countless souls scoured by the Inquisitor, I think. Wenn sie noch da sind, dann befinden sie sich in den Maschinen. Jede davon umfasst eine Adra-Säule, und jede Säule enthält unzählige Seelen, die von der Inquisition geschunden wurden, glaube ich. If you would seek my missing pieces, seek them there. Wenn du nach meinen fehlenden Bruchstücken suchen willst, such sie dort. But be warned. Some may be more volatile than others. I want to help, so try to find bits of me that aren't too broken.
Aber sei gewarnt, einige sind etwas instabiler als andere. Ich will helfen, also solltest du Bruchstücke von mir finden, die nicht zu zerstört sind. Ich werde versuchen, einen Weg finden, dir zu helfen. I appreciate that. You've no idea how much. Das weiß ich zu schätzen. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Take the relic with you. You may need it.